Männer, ich komme mir selbst vor manchmal wie so ein Kürbisschnitzer. Ich habe auch nur Hohlköpfe um mich rum. Ja, auf Schalke haben sie die Halloween-Vorbereitung ein bisschen zu ernst genommen. Auf Schalke waren die letzten Wochen schon der reinste Horror, ey. Aber endlich haben sie einen neuen Trainer. Ne? Thomas Reis hat jetzt einen reinen Knebelvertrag. Geil, übernimmst einen Club und am 12. Spieltag spukt da schon das Abstiegsgespenst. An Reis seiner Stelle hätte ich in die Schalker Kabine gestellt, so Bauklötze und Dreirad. Dann hätte ich den Jungs gesagt, so Männer, wir fangen nochmal von vorne an. Da hilft auch kein Reis, auch Nudeln und Kartoffeln auf Schalke. Das ist, hat ein Vampir keine Zähne mehr. Steigt halt auf Tomatensuppe um. Und so weit sind sie auf Schalke schon. Straftraining machen die Schalke-Spieler heute. In der Halloween-Nacht gehen sie im normalen Trikot joggen. Dagegen sind die Zombies von The Walking Dead aber ein Scheißdreck dagegen. Schalke 04, ey. Das ist ja bei uns hier mehr Hoffnung. Als Schalke-Fan kannst du nur beten, dass der Knebel an Halloween als Skelett geht. Steigt er in ein Taxi, ist das Ziel klar, der Friedhof. Bei Schalke stellt sich mir am Ende nur eine Frage. Wann zieht Schalke die Reißleine? Andi, nimmst du das Leinentuch vom Kopf? Ich hab nicht gesagt, du sollst als Geist gehen, sondern du gehst uns allen auf den Geist. Das gruseligste Halloween-Kostüm 2020, Schiedsrichter-Dress und so ein Bilderrahmen vorm Kopf. Ja, sicher. Der Fahr im Kölner Gruselkeller. Da hat jeder Angst vor. War doch jetzt wieder am Wochenende. Eintracht gegen BVB. Szene, Adeyemi, ne, vom BVB. Schüsse Lindström im Frankfurter Strafraum. Und du denkst, ganz klar, Elfer für Frankfurt. Platzverweis für Adeyemi, weil klare Torchance verhindert. Herr Stegemann pfeift. Der Lindström ist auf den Ball gefallen mit der Hand. Handspiel, Freistoß BVB. Ja, sicher. Das Allergeilste sind aber die Ausreden hinterher. In dem Falle, Achtung, der Stegemann, der Checkprozess wurde zu früh abgebrochen. Man hat den Checkprozess nach 4 Kameras bei der Szene, nach 4 Kameras beendet. Und so normalerweise hat der Videobeweis Zugriff auf 19 bis 21 Kameras. Stegemann, ganz kurz. Hier reichen nur die Augen, beziehungsweise eine Kamera. Eine Kamera reicht hier. Das ist wie wenn du so einen scheiß Schmuddelfilm reinziehst. Da langt meist auch eine Perspektive, um zur richtigen Entscheidung zu kommen. Achtung, und jetzt hier die Originalzitate vom Stegemann. Wenn man jetzt die Bilder so sieht, muss man konstatieren, dass es einen Strafstoß hätte geben müssen. Ich habe nur den Körperkontakt wahrgenommen, habe das nach Köln transportiert und dort wurde es als nicht falsch hingestellt. Sage was, um am Ende nichts zu sagen. Stegemann, geh doch in die Politik. Wobei, da brauchen wir auch solche Leute nicht. Wenn wir an dem nächsten Kinofilm. Der Fahr. Konsequent, inkonsequent. Boah, ich brauche dir echt vor Ort gestern, ey. Andi, pst, du gehst an Halloween als tot, ne? Als Chancentod! Ja, und bei den Bayern läuft sportlich so gut, das ist wieder um die Nebenkriegsschauplätze geht. Ne? Leroy Sané trainiert wieder, war aber in Mainz Zuschauer und kam ins Stadion mit einem Feel Good Revival RR 123. Und ich so, hä? Die Karre kenne ich gar nicht. Die hat bestimmt Monster PS. Nee, da war ein Jogginganzug. Für 1500 Euro. Sah aber so aus, als hätten Kick, C&A und Taco eine gemeinsame Kampagne. Hermann! Zieh bitte den Retro-Trainingsanzug aus! Die Leute fragen schon, der Heißluftballon kann sprechen! Wann steigt er denn endlich auf? Dieser Halloween-Brauch, der geht mir richtig auf den Sack. Als ich noch klein war, so ein Stöpken, ne? Da sind wir in die Läden rein und haben die Süßigkeiten noch auf ehrliche Art und Weise geklaut. Zur Einstimmung aufs Gruselfest habe ich so ein paar Videos von unseren letzten Spielen zusammengeschnitten. Die gucken wir uns nach dem Training erstmal an. Meine Spieler, die kannst du nicht mehr erschrecken. Höchstens der Handy-Akku hat noch 2% und in der Nähe ist kein Ladekabel und eine Steckdose. Andi, nach vorne! Der Hermann hat mich auch schon gefragt. Trainer, was soll ich zur Halloween-Party Gruseliges anziehen? Ich so, komm nackt. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der glaubt an Halloween, gibt's beim Chinesen zur Feier des Tages Ente süß-sauer.